Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Komplettlösung für alle Quests in Shadow of the Erdtree. Wie bereits in Teil 1 und 2 besprochen, behandelt diese Serie alle Quests und Entscheidungsmöglichkeiten, damit ihr keine Quests verpasst bzw. wisst, welche Auswirkungen Entscheidungen haben. Diese Videos zeigen alle Gegenstände, die man für Quests braucht oder von ihnen bekommt, alles andere in der Welt müsst ihr natürlich selbst erkunden. Wir haben Teil 2 mit den letzten Schritten von St. Trinus und Theoliers Quest abgeschlossen, die man zu diesem Zeitpunkt machen kann, und beginnen dieses Video mit dem Betreten des Schloss Schattenfrieds. Wenn ihr das Schloss betretet, müsst ihr zunächst einen Boss erledigen. Ihr solltet hier einmal Freya und den Hornherold zur Hilfe rufen können. Anschließend könnt ihr dem Weg im Video zu zwei Rufzeichen folgen. Öffnet ebenfalls einmal kurz die Abkürzung, die ich euch im Video zeige. Geht es euch so wie mir und ihr seht keine Rufzeichen, dann kehrt zur Nadelritterin Leda zurück und sprecht mit ihr. Sie erzählt uns von ihrem Ziel und anschließend sollten die Rufzeichen auffindbar sein. Ah, there you are. It took me long enough, I know. But I've made my decision. I believe it wisest to eliminate the horn scent. Ihr müsst nun eine Entscheidung treffen, die sich auf den Rest der NPC-Quests auswirkt. Benutzt ihr das goldene Rufzeichen, um den Hornherold gegen Leda zu unterstützen, erhaltet ihr als Belohnung die Kriegsasche Schneller Schritt und Ledas Rune. Außerdem wird Leda dann bis zum Ende des DLCs kurz vorm Endboss verschwinden. Helft ihr Leda gegen den Hornherold, dann erhaltet ihr die Waffe Falks sowie das Rüstungsset des Hornherolds und einen Talisman von Leda anschließend. Es ist nicht möglich, alle Gegenstände in einem Spieldurchlauf zu erhalten, daher lohnt es sich, in einem Spiel komplett Leda gegen anderen NPCs zu helfen und in einem anderen Durchlauf gegen Leda selbst zu kämpfen. In diesem Spieldurchlauf helfe ich ihr gegen den Hornherold und spreche anschließend mit ihr am Kreuz der Hochstraße. Sie gibt mir dort den Talisman zerfleischende Verflechtung. Lastet einmal an der Gnade und sprecht erneut mit Leda. Sie sagt uns nun, dass ihr nächstes Ziel Sir Ansbach sei. Ah, there you are. I'm afraid Sir Ansbach will have to be next. Sir Ansbach ist im Lager im Schloss Schattenfried zu finden. Ich zeige euch einmal den Weg dorthin. Thank you.
redet mit Ansbach, bis er nichts Neues mehr zu sagen hat. After unburdening my soul to you, I had hoped to make a fresh start. Folgt nun einmal dem Weg durchs Lager zu Sir Ansbachs Nachricht, die wir aufheben, und anschließend den Weg zur geheimen Rito-Schriftrolle. Nun finden wir Freya im Schloss. Diese befindet sich im Lagerhaus im 6. Stock. Redet mit ihr, bis sie nichts Neues mehr zu sagen hat. I'm busy. Curse upon my lack of foresight. I should have asked Ansbach to impart his knowledge when I had the chance. Kehrt zu Ansbach zurück und sprecht mit ihm und gibt ihm als erstes die Geheimritus-Schriftrolle. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, ihm später vorm Endboss zu rufen, wenn ihr nicht vorher mit Leda gegen ihn kämpft. Sprecht so lange mit ihm, bis ihr ihm noch von Freyas Entscheidung berichten könnt, wodurch ihr einen Brief für Freya erhaltet. Macht ihr das in dieser Reihenfolge, solltet ihr keine Probleme haben. Habt ihr es andersrum gemacht, dann müsst ihr eventuell einmal rasten oder das Spiel neu laden, um die andere Dialogoption zu bekommen. Kehrt zu Freya zurück und gebt ihr den Brief. Sprecht mit ihr weiter und ihr erhaltet am Ende den goldenen Löwenschild. Damit ist Freyas Quest bis zum Ende des DLCs erstmal abgeschlossen. Tell him to face your book. Rastet ihr dann, ist Ansbach verschwunden und stattdessen findet ihr wieder zwei Rufzeichen auf dem Boden, um entweder Leda oder Ansbach zu helfen. Diese Rufzeichen gibt es aber nur, wenn ihr Leda entweder gegen Hornherold geholfen oder den Kampf gegen den Hornherold davor übersprungen habt. Habt ihr also gegen Leda bereits mit dem Hornherold gekämpft, dann sind diese Rufzeichen nicht in eurem Spiel da. Habt ihr den ersten Kampf übersprungen, dann denkt daran, dass, wenn ihr diesen Kampf ebenfalls überspringt, wird Ansbach nicht im letzten Kampf gegen Leda am Ende des DLCs mit euch kämpfen. Da ich in diesem Durchlauf Leda komplett helfe, um alle Gegenstände von ihrer Seite zu bekommen, benutze ich das rote Rufzeichen.
Helft ihr Ansbach, bekommt ihr Ledders Rune und Ansbachs Langbogen. Und ihr könnt Ansbach in Enya Elim zu Hilfe gegen Ledder rufen. Ich erhalte hier am Ende Ansbachs Langbogen und sein Rüstungsset. Sprecht erneut mit Ledder am Kreuz der Hochstraße und sie gibt uns nun den Talisman Vergeltende Verflechtung. Sprecht mit ihr und rastet anschließend und Ledder ist nun verschwunden. You are an odd one, aren't you? The enchantment is broken. And yet you alone appear completely unchanged. Ihr könnt nun den Boss im Schloss Schattenfried besiegen, wenn ihr wollt. Ich aktiviere den Schnellreisepunkt vor diesem Raum, warte aber, da es noch eine andere Quest gibt, die wir machen können, damit wir einen weiteren NPC im Kampf rufen können. Da wir bereits im Lagerhaus sind, folgt dem Weg zu einem Fundort der Iris der Gnade. Es gibt noch zwei weitere Quests, bei denen wir entweder die Iris der Gnade oder der Verfinsterung benutzen können. Deshalb zeige ich euch in diesem Video alle vier Fundorte. Und nun als erstes eben den Fundort einer Iris der Gnade. Am Ende aktiviere ich auch den Schnellreisepunkt westlicher Schutzwall, um später einfacher hierher zu kommen. Bei der Straße von Morph gibt es in der Burg einen Gegner, der uns eine Iris der Verfinsterung fallen lässt. Wir betreten nun den Kirchenbezirk, um zum Gebetsraum zu kommen. In Teil 2 dieser Serie haben wir ja bereits den Schlüssel zum Gebetsraum vom Eindringling Feuerritter Quilling bekommen. Es gibt hier ein paar Sprünge, die nicht so einfach sind, bei denen ihr Sprintjump benutzen müsst. Also laufen und dann gleichzeitig springen drücken, währenddessen ihr die Taste fürs Laufen nicht loslasst. Ich spiele mit meinem PlayStation-Controller am PC und laufe mit Kreis, halte dann Kreis weiter gedrückt, um dann gleichzeitig X zu drücken, um weiter springen zu können. Wir finden Quilling im Gebetsraum und können mit ihm sprechen. Ihr habt die Möglichkeit, ihm eine Iris der Verfinsterung oder der Gnade zu geben.
wenn ihr diese natürlich im Inventar habt. Gebt ihr ihm die Ihre Gnade, erhaltet ihr die Geisterasche Feuerritter Quilling. Queen Marika, dearest mother, I shall silence all who would trespass upon thy peace. Gebt ihr ihm die Iris der Verfinsterung, erhaltet ihr Quilings Großschwert. Folgt nun einmal dem Weg im Video, um das Wasser im Kirchenbezirk abzulassen, damit wir die anderen Fundorte für die Iris der Gnade und Verfinsterung erreichen können. Aktiviert ebenfalls den Schnellreisepunkt im Lagerhaus, damit wir diesen später benutzen können, anstatt wieder über die Häuser hüpfen zu müssen. Ja, von hier aus folgt jetzt dem Pfad, um eine weitere Iris der Gnade aufzuheben. Beim Refugium des Baumkults am Ende gibt es einen optionalen Bosskampf, den ihr aber nicht für die Quest machen müsst.
Vom Kirchenbezirkeingang aus springen wir nun zum Boden hinunter, um einen Gegner zu erledigen, der uns eine weitere Iris der Verfinsterung gibt. Und das sind alle 4 Fundorte, also jeweils 2 für die Iris der Verfinsterung und 2 der Iris der Gnade. Somit beginnen wir mit Ymirs und Jolans Quest. Reitet von der Hochstraße zum Kirchenbezirk zur Kathedrale von Manus Metir und sprecht dort mit Ymir. Well, we don't often receive visitors. I am Ymir. Welcome to Manus. Er gibt uns die gemeisterte Halskette und die erste Ruinenkarte. Sprecht weiter mit ihm und ihr erhaltet die Möglichkeit, Zaubereien bei ihm zu kaufen. Im Verlauf seiner Quest werden neue Zaubereien hinzukommen. Anschließend sprecht mit Yolan, die an einer Mauer lehnt. Ihr könnt anschließend Ymir fragen, wer der schwarze Ritter ist. I have no interest in small talk. My only concerns are the concerns of Count Ymir, and you are not among them. Ah, you met Yolan. Well, I hope that you behaved at least. Bastet ihr zweimal, dann könnt ihr Ymir in seinem Stuhl mit einer Hand sehen. Es gibt aber keinen neuen Dialog. Is something the matter? Here to squeeze another... Folgt nun dem Weg im Video zu den Fingerruinen von Rhea vom himmelblauen Ufer aus. Diesen Wegepunkt haben wir bereits in Teil 1 dieser Serie freigeschaltet. Und läutet dann am Ende die Glocke in der Fingerruine.
Zurück in der Kathedrale gibt Ymir uns nun den Talisman geliebter Sternenstaub sowie die zweite Fingerruinenkarte. Ebenfalls gibt es weitere Dialogoptionen mit über die Natur der Welt und anschließend über Mikella, genauso wie Neuzaubereien, die ihr kaufen könnt. Sprecht ihr nur mit Yolan, dann vertraut sie uns nun. Rasten wir nun an der Gnade, ist Ymir verschwunden und ihr könnt seinen Stuhl betätigen, um zur dritten Fingerruine zu kommen. Als ich diese Quest zum ersten Mal gespielt habe, dachte ich, dies sei ein Bug, aber es ist wohl gewollt. Ihr könnt nun hinabgehen, wenn ihr wollt, müsst das aber nicht. Beziehungsweise ihr könnt es, wie ich im Ymir-Quest-Video selbst erwähnt habe, runtergehen und direkt raus teleportieren, damit Ymir wieder im Stuhl sitzt. Geht ihr hinab, werdet ihr von Ana, also Yolans Schwester, angegriffen. Ihr habt nur einen Versuch, sie zu besiegen. Sterbt ihr oder verlasst ihr das Gebiet bzw. rastet ihr, ist Ymir zurück und wird nicht vom Stuhl verschwinden. Das heißt, ihr könnt möglicherweise eure Runen hier verlieren. Ich gehe hinab und besiege Ana. Die Glocke in dieser Fingerruine kann noch nicht geläutet werden, da wir noch nicht bei der zweiten Fingerruine waren. Besiegt ihr wie ich Ana direkt und sprecht danach mit Yolan und berichtet ihr davon. Ihr könnt diesen Schritt, wie ich gesagt habe, auch später machen, nachdem ihr eben mit der zweiten Fingerruine fertig seid, wenn Ymir komplett aus dem Stuhl verschwindet. Ymir hat einen kleinen Extra-Dialog für mich, da ich bereits bei der dritten Ruine war. Unsightly, perchance? Well, put it out of your mind. The stars will reveal the truth in time. Free yourself of any misconceptions. Lest they bring woe upon the both of us. Nachdem uns Yolan nun traut, da wir die erste Fingerruine abgeschlossen haben, können wir sie nun für den Bosskampf im Schloss Schattenfried rufen. Das geht aber nur, nachdem ihr die erste Fingerruine gemacht habt, mit Yolan geredet habt, sie uns einigermaßen vertraut und bevor ihr die dritte Fingerruine abgeschlossen habt. Deshalb werde ich nun einmal gegen Mesmer kämpfen. Wichtig ist, dass Yolans Rufzeichen nicht vorm Raum, sondern im Raum selbst zu finden ist und deshalb um einiges schwieriger zu aktivieren ist. Habt ihr vorher mit dem Hornherold gegen Ledder gekämpft, dann könnt ihr auch sein Rufzeichen im Bossraum finden. Ganz wichtig ist, dass wenn ihr den Hornherold als Rufzeichen habt und ihr ihn nicht ruft, dann wird er nach dem Kampf, nachdem ihr gerastet habt, traurig am Boden sitzen und am Ende des DLCs werdet ihr gegen ihn kämpfen. Ruft ihr den Hornherold gegen Mesmer, ist er dann, wenn ihr gerastet habt, glücklich und wird nicht am Ende gegen euch kämpfen, euch aber später einmal als Eindringling überfallen. Sprecht auf jeden Fall mit ihm nach dem Kampf, wenn er bei euch im Spiel da ist. Da ich eben mit Ledder gegen Hornherold gekämpft habe, habe ich sein Rufzeichen hier eben nicht. Mesmer muss besiegt werden, damit wir seine Glut bekommen, um später den Ziegelbaum abzubrennen. Nachdem Mesmer besiegt ist, könnt ihr zu Hornhold Greisin zurückkehren und sie gibt uns als Dank einen Gourmet-Skorpionseintopf. Heavens, great and gallant sculpted keeper. Ich habe dann einmal neu geladen und mit ihr gesprochen und nochmals neu geladen und sie hat einen weiteren Eintopf liegen lassen. Das ist dann das Ende ihrer Quest. Somit schließe ich hier einmal Teil Nummer 3 ab und ich hoffe, wir sehen uns dann alle in Teil Nummer 4. Und Teil Nummer 4 wird dann das letzte Video dieser Serie sein. Euch viel Spaß beim Spielen und bis dann!